Am 11. Januar 1999 kommt David Temple nach Hause und findet dort ein Horrorszenario vor. Für die Ermittler sieht zunächst alles wie ein Raubüberfall aus, der völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Doch schnell kommen Zweifel an dieser Theorie auf. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um den Fall von Belinda Temple. Belinda Tracy Temple, geborene Lucas, wurde zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Brenda am 30. Dezember 1968 geboren und ihre Eltern hießen Carol und Tom. Belinda wuchs zusammen mit drei älteren Brüdern in Texas auf und hatte eine sehr glückliche und erfüllte Kindheit. Sie war ein energiegeladenes, sportliches Mädchen, das für jedes Abenteuer zu haben war. Am liebsten spielte sie Basketball und wenn sie mal selber nicht spielen konnte, dann setzte sie sich irgendwo hin, schaute sich ein Basketballspiel an und analysierte genau die Züge der Spieler, um sich dann davon etwas abgucken zu können. Sie war sehr, sehr zielstrebig und wusste ganz genau, was sie wollte. Sie galt außerdem als hilfsbereit und es war klar, dass sie später einmal einen sozialen Beruf ausüben wollte, weil sie darin einfach sehr, sehr gut war. Also sie konnte sehr gut mit anderen Menschen umgehen, insbesondere mit Kindern. Zunächst hatte sie immer den Traum, Krankenschwester zu werden. Das änderte sich allerdings später um. Da sagte sie, sie würde gerne ein Basketballcoach werden. Eine weitere Option in ihrem Kopf war, dass sie vielleicht Lehrerin werden wollte, aber wie gesagt, auf jeden Fall irgendetwas Soziales. Außerdem träumte sie davon, einmal zu heiraten und viele, viele Kinder zu bekommen. Ihre Eltern unterstützten sie wirklich bei allen Plänen. Belinda hat auch ein wirklich gutes Verhältnis zu ihren Eltern und auch zu ihren Geschwistern. Als sie älter wurde und schließlich aufs College kam, nahm sie drei Minijobs an, um sich dann bald auch eine eigene Wohnung finanzieren zu können. Sie zog dann mit zwei sehr engen Freundinnen zusammen und diese WG klappte auch wirklich gut und in der Zeit hielt sie natürlich auch weiter Kontakt zu ihrer Familie, war in den Ferien oft dort zu Besuch und ja, eigentlich war ihr Leben von außen gesehen wirklich gut. Also sie war eine junge, starke Frau geworden. Zur gleichen Zeit fing sie dann noch an, einen Mann zu daten, den sie schon aus der Highschool kannte, aber es hatte erst jetzt angefangen zu funken. Die beiden waren dann auch sehr schnell verlobt, doch Belinda fand heraus, dass dieser Mann leider nicht wirklich treu war und die Verlobung wurde daraufhin wieder aufgelöst. Belinda trennte sich und fuhr mit ihrem Leben fort und ich glaube, daran sieht man auch ganz gut, wie ihr Charakter war. Sie war jetzt nicht so, dass sie diesem Mann hinterher trauerte. Für sie war das Ganze ganz schnell gegessen, weil sie wusste, sie will keinen untreuen Mann. Sie hat was Besseres verdient. Übrigens werde ich oft gefragt, und das kann ich mir auch wieder bei diesem Fall vorstellen, woher ich eigentlich immer all die Informationen zu meinen Fällen bekomme und ob es schwer ist, an diese Informationen zu gelangen. Die meisten Quellen sind natürlich auf das Internet zurückzuführen. Allerdings stoße ich gerade dort häufiger mal auf Probleme, wenn es um amerikanische Fälle geht oder sonstige Fälle aus dem Ausland. Denn auf viele Websites kann ich hier aus Deutschland normalerweise nicht zugreifen. Und deshalb nutze ich NordVPN. Mit NordVPN kannst du auch auf Inhalte anderer Länder zugreifen. Das gilt auch für bestimmte Serien und Filme, auf die ihr ohne VPN nicht zugreifen könntet. Zudem ermöglicht NordVPN jederzeit sicheres Surfen im Internet und eure Nutzungsdaten werden nicht aufgezeichnet. Ihr könnt also auch komplett anonym im Netz unterwegs sein. Und das ist ja gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Falls auch ihr Wert auf sicheres Surfen im Internet legt und auch auf Inhalte anderer Länder zugreifen möchtet, dann geht auf den Link in der Infobox. Ich blende euch den hier auch einmal ein. Und mit diesem Link könnt ihr dann auch einen 2-Jahres-Plan mit 4 Bonusmonaten und einem großen Rabatt erhalten und das Ganze ist komplett risikofrei mit einer 30-tägigen Geld-Zurück-Garantie.
Nach einiger Zeit wechselte sie dann von einem lokalen College zur Stephen F. University, auf die auch ihre Zwillingsschwester Brenda ging. Und dort lernte sie dann einen neuen Mann kennen, den sie auch später heiraten sollte. Sein Name war David Temple und er kam aus Katy, Texas. Und er wuchs zusammen mit zwei Geschwistern bei seinen Eltern Maureen und Kenneth Temple auf. Und auch er soll eine sehr behütete und liebevolle Kindheit gehabt haben. Allerdings war der Ruf von David nicht so ganz unproblematisch, denn er war ein Footballspieler, also auch er war sehr sportlich. Aber er war wohl schon oft sehr arrogant und überheblich, galt auch als egoistisch. Und ich weiß nicht genau, ob es deswegen so gematcht hat zwischen den beiden, weil Belinda selber so eine starke Persönlichkeit war und natürlich irgendwie auch einen starken Mann an ihrer Seite haben wollte. David war auch sehr beschützend. Er wurde dann auch schon schnell eifersüchtig, wenn ein anderer Mann Belinda mal ansah. Aber zunächst hat er wirklich alles für sie. Ist eben die Frage, ob das so gesund ist, denn sie machten quasi nichts mehr ohne einander und David vergötterte Belinda wirklich. Belinda und David waren schon bald das Traumpaar. Sie wirkten immer super romantisch zusammen. Sie waren beide sehr sportlich, wussten genau, was sie wollten. Doch enge Freunde von Belinda sagten, dass sich Belindas Persönlichkeit, seitdem sie mit David zusammen war, schon ziemlich verändert hatte. Sie war ja immer diese willensstarke junge Frau gewesen, die genau wusste, was sie wollte, und sie konnte sehr, sehr gut Grenzen setzen. Und wenn ihr irgendetwas nicht passte, dann entfernte sie sich sofort von der Situation und sagte auch klar ihre Meinung. Und seitdem David an ihrer Seite war, wirkte sie auf einmal viel unterwürfiger und es war irgendwie so eine Art, die eigentlich gar nicht zu ihr passte. Es wirkte bald schon so, als würde sie nur noch für David leben und ihm alles recht machen wollen. Schon bald äußerten Freunde und Familie dann auch Zweifel darüber, ob die Beziehung zu David wirklich so gesund war, wie es am Anfang schien. Doch umso mehr Belindas Umfeld sie kritisierte, desto mehr schien sie genau das weiter in Davids Arme zu treiben, weil in ihren Augen war er einfach der Mann fürs Leben, ihre große Liebe, und sie wollte nicht mehr ohne ihn leben. Ihre Familie machte sich große Sorgen, denn ihnen fiel auch auf, dass Belinda sich, seitdem sie mit David zusammen war, sehr distanziert hatte. Sie kam immer weniger zu Besuch, sie telefonierte immer seltener mit ihrer Familie und irgendetwas schien da nicht ganz zu stimmen. Nach einigen Monaten Beziehung holten sich Belinda und David dann einen Hund namens Shaker und 1992 heirateten die beiden und ein Jahr später machten sie dann zeitgleich auch ihren Masterabschluss. Und David bekam kurz darauf ein Jobangebot als Football-Coach an der Olive Hastings High School und er nahm dieses Angebot sofort an, denn Football-Coach zu werden war immer sein Traum. Er war sehr aufgeregt, vor allem weil diese Schule, an der er als Coach arbeiten sollte, in Katy, Texas lag und das war ja auch sein Heimatort und er freute sich darauf, wieder in seine Heimat zurückzuziehen und natürlich wollte er das Ganze gemeinsam mit Belinda machen. Diese fand dann dort auch schnell eine Arbeit als Sonderschullehrerin. Sie zogen dann in ein kleines Häuschen und ja, wieder schien von außen erstmal eigentlich alles perfekt zu sein. Sie verstanden sich gut mit ihren Nachbarn und Belinda fand auch sehr schnell neue Freunde in der Gegend. David hingegen schien Probleme zu haben, neue Kontakte zu knüpfen, aber es schien ihm eigentlich auch egal zu sein. Also er hatte ja Belinda und seine Arbeit und ja, ich glaube, Freunde waren ihm eigentlich auch gar nicht so wichtig. Nur mit einer Person konnte David eine engere Freundschaft schließen. Und zwar war das ein Mann namens Quentin Harlan, der ebenfalls als Coach bei derselben Schule wie David arbeitete. Und die beiden verstanden sich ja sehr, sehr gut, sonst wären sie wahrscheinlich auch keine Freunde geworden. Und die Freundin von Quentin, Tammy, freundete sich ebenfalls mit Belinda an. Ja, das waren eigentlich so die engsten Freunde damals für Belinda und David. Und die beiden sahen auch mal so ein bisschen mehr hinter die Fassade von Belinda und David, also von der Beziehung.
und wussten, dass dort einiges nicht ganz stimmte. Es war wirklich offensichtlich für Tammy, dass Belinda diese Beziehung besser beenden sollte. Denn Belinda erzählte, dass David sie sehr, sehr oft runtermachte, er beleidigte sie. Doch 1994 wendete sich das Blatt nochmal. Belinda hatte die Hoffnung, dass alles vielleicht ein bisschen besser wieder werden würde, denn sie erfuhr, dass sie schwanger war. Belinda und David erwarteten ihr erstes Kind. Es sollte ein Sohn sein, der dann schließlich am 13. April 1995 gesund zur Welt kam und er bekam den Namen Evan Temple. Belinda war natürlich überglücklich, sie hatte sich ja schon immer viele Kinder gewünscht und für sie war das jetzt so der Anfang der Familiengründung, also sie wusste auf jeden Fall, es sollten noch viele Babys folgen und sie kümmerte sich wirklich hingebungsvoll um ihren Sohn und ja, die Rolle als Mutter erfüllte sie wirklich voll und ganz. Auch David war ein stolzer Vater und liebte seinen Sohn über alles. Belindas Familie hoffte, dass der Sohn sie vielleicht so ein bisschen näher zusammenbringen könnte, also Belinda und ihre Familie, weil ich habe euch ja erzählt, dass Belinda sich so ein bisschen von der Familie distanziert hatte und ja, sie hofften einfach vielleicht, dass Belinda mit dem Sohn Evan vielleicht einfach mal öfter zu Besuch kommen würde und dass sich das Verhältnis dadurch wieder so ein bisschen, ja, annähern könnte, aber das war nicht der Fall. Es wirkte irgendwie so, als ob David weiterhin ständig seine Finger im Spiel hatte und irgendwie auch nicht wollte, dass Belinda engeren Kontakt zu ihrer eigenen Familie pflegte. Tja, und wieder einmal war es so, dass das Leben von Belinda trotzdem von außen irgendwie perfekt wirkte, wenn man nicht so wirklich hinter die Fassade blicken konnte. Sie hatte jetzt ihr erstes Kind, die Ehe schien von außen super zu sein, sie hatte einen sehr guten Job und natürlich war Belinda zum Teil auch wirklich glücklich und dankbar über ihr Leben, gerade weil sie einen gesunden Sohn bekommen hatte. Aber tief in ihrem Herzen wusste sie auch, dass etwas nicht stimmte. David wurde scheinbar immer kontrollierender. Er schrieb Belinda sogar vor, welche Kleidung sie und der Sohn tragen sollten. Bekannte sagten im Nachhinein auch, dass sich Belinda wirklich irgendwann in der Nähe von David ganz anders verhielt. Sie war sehr, sehr zurückhaltend, schien immer aufzupassen, was sie sagt. Sie hatte ständig Angst, David irgendwie verärgern zu können und machte immer genau das, was er ihr sagte. David hingegen machte, was er wollte. Und im Nachhinein stellte sich auch heraus, dass er zu der Zeit, als Evan noch sehr klein war, eine andere Frau kennenlernte, und zwar eine Kollegin von ihm. Diese Kollegin hieß Heather. Ja, er fand sie sehr, sehr attraktiv und scheinbar beruhte das auch auf Gegenseitigkeit. Diese Heather, also diese Kollegin von David, wusste anscheinend auch damals nicht, dass er vergeben ist, denn auf der Arbeit trug er nie seinen Ehering, er hatte auch nie von Belinda und seinem Sohn erzählt und ja, sie konnte es damals nicht wissen. Ja, Belinda wurde mit der Zeit immer unglücklicher. Ich glaube, als Frau spürt man das einfach, wenn der Mann nicht ganz treu ist. Auf jeden Fall wusste Belinda tief im Inneren, dass die Ehe nicht gut enden würde. Aber natürlich hielt sie fest an ihrer Familie. Sie hatte jetzt einen kleinen Sohn und sie wollte ja eigentlich mit David auch noch weitere Kinder haben, aber glücklich war sie auf jeden Fall nicht mehr. David soll zum Beispiel auch zu ihr gesagt haben, dass sie fett geworden ist und hat halt immer sehr abwertende Sprüche gebracht. Auch gerade durch die Schwangerschaft hatte sie etwas zugenommen und ich glaube, das ist so mit das Verletzendste, was man hören kann, wenn man einfach ein Kind austrägt und natürlich dadurch ein bisschen zunimmt und dann sagt der Mann, den man liebt, der einen unterstützen sollte, dass man fett geworden ist. Ja, das ist nur ein Beispiel. So war David auf jeden Fall zu Belinda, also ganz anders als am Anfang. 1998 stellte sich dann heraus, dass Belinda erneut schwanger war. Dieses Mal erwartete sie eine Tochter. Und sie freute sich natürlich wieder unglaublich auf das nächste Baby. Doch David schien sich überhaupt nicht zu freuen. Belinda richtete zum Beispiel auch das Babyzimmer komplett alleine ein, machte alle Besorgungen alleine und bekam kaum Unterstützung. David war währenddessen mit seiner Affäre Heather beschäftigt, von der Belinda zu der Zeit auch immer noch nichts wusste. Heather hingegen hatte scheinbar mittlerweile herausgefunden, dass David verheiratet war und auch eine schwangere Frau hatte.
aber das hielt sie nicht davon ab, sich weiterhin mit ihm zu treffen. Und Ende 1998 war Belinda dann kurz vor der Geburt, also sie war im 8. Monat schwanger und sie freute sich auf das Kind, aber gleichzeitig war sie auch unglaublich traurig, weil sie sich einfach so sehr wünschte, dass David wieder so sein würde wie am Anfang der Ehe. Nach Weihnachten kam dann Belindas Zwillingsschwester Brenda zu Besuch. Also die beiden hatten scheinbar schon noch Kontakt und verstanden sich auch noch ganz gut. Ich hatte das zwischendurch mal so verstanden, dass David vielleicht Belinda wirklich komplett von ihrer eigenen Familie distanziert hat, aber so ganz hat er es scheinbar nicht geschafft, zum Glück. Und ja, Belinda feierte dann auch mit ihrer Schwester Brenda zusammen ihren Geburtstag. Sie hatten ja am 30. Dezember Geburtstag. Da fiel Brenda auch auf, wie David mit Belinda umging. Also da konnte sie es ja auch wirklich mal live miterleben, wie ihre Schwester behandelt wurde von David. Und sie sagte dann auch später aus, dass David Belinda nichts zum Geburtstag schenkte und ihr wirklich überhaupt mit nichts half. Am Neujahrsabend zum Beispiel verkündete David dann auch, dass er einen Jagdausflug machen würde. Er sagte nicht, wie lange er wegbleiben würde. Er sagte auch nicht, wohin. Und zu dem Zeitpunkt stand Belinda ja wirklich ganz kurz vor der Geburt. Und ja, es schien David einfach komplett egal zu sein, was mit seiner Frau ist. Und in Wahrheit traf er sich natürlich auch wieder mit Heather. Am 11. Januar wachte Belinda dann nach einer ziemlich unruhigen Nacht auf. Sie hatte schlecht geschlafen, weil der kleine Evan krank war. Und natürlich, weil sie hochschwanger war. Ich glaube, da kann man dann auch nicht mehr so wirklich liegen. Und ja, es war einfach eine sehr, sehr anstrengende Nacht. Am nächsten Tag brachte sie Evan dann in den Kindergarten, aber sie wusste, dass wahrscheinlich bald ein Anruf kommen würde, dass Evan wieder abgeholt werden sollte. Sie hätte ihn nicht gleich zu Hause lassen können, weil sie an diesem Tag tatsächlich auch noch arbeiten war. Und ja, dieser Anruf kam dann auch bald. Sie sollte Evan vom Kindergarten abholen und Belinda war gerade in einem sehr, sehr wichtigen Meeting und wollte dann eigentlich David fragen, ob er Evan vielleicht abholen könnte. Aber David, so unzuverlässig wie er war, ging auch nicht an sein Handy und ließ Belinda mal wieder vollkommen im Stich. Und so ist Belinda dann hochschwanger noch von der Arbeit zum Kindergarten gefahren, holte Evan ab, fuhr nach Hause und versuchte dann wieder David anzurufen, damit er nach Hause kommen sollte, weil sie musste wieder zurück zu diesem wichtigen Meeting und ja, es musste ja einfach jemand auf Evan aufpassen. Und irgendwann erreichte sie ihn dann auch schließlich. Er kam dann auch sehr widerwillig nach Hause und kümmerte sich um den Sohn, während Belinda dann wieder zur Arbeit konnte. Um 15.30 Uhr verließ Belinda dann ihre Arbeitsstelle und fuhr dann noch bei Davids Eltern vorbei, um Suppe abzuholen, die sie für sie gemacht hatten. Übrigens sollen Davids Eltern Belinda sehr, sehr gerne gehabt haben. Und ich glaube, die Eltern von David wussten selber, dass David mit Belinda nicht wirklich gut umgeht und denen tat das auch immer so ein bisschen leid, aber ja, sie wollten trotzdem, dass Belinda an der Seite von ihrem Sohn bleibt, ist ja irgendwie auch klar. Und gegen 16 Uhr war Belinda dann auch wieder zu Hause und musste sich dringend ausruhen, sie war super erschöpft und David fuhr dann mit Evan zu einem nahegelegenen Park, damit Belinda einfach zu Hause ihre Ruhe hatte. Laut Davids Aussage war er mit Evan in zwei verschiedenen Parks, die aber nicht so weit weg voneinander lagen. Und zwischendurch war er dann noch in einem Supermarkt, um Wasser zu holen und in so einem Home Decor Store, also in so einem Dekoladen, glaube ich, auf jeden Fall noch in so einem anderen Laden. Und das konnte tatsächlich später auch bestätigt werden, weil es in diesen Läden Überwachungskameras gab. Gegen 17.30 Uhr kam David dann wieder zu Hause an. Er stieg dann mit Evan aus dem Auto aus. Evan rannte dann direkt in den Vorgarten, um da zu spielen, was auch voll in Ordnung war. Es war scheinbar gutes Wetter. Und David wollte eigentlich auch noch ein bisschen draußen bleiben, beschloss aber erstmal kurz ins Haus zu gehen, um nach Belinda zu schauen. Und als er rein wollte, sah er, dass das Glas von der Seitentür, also das war so eine Tür mit einem Fenster, dass das eingeschlagen war. Und da dämmerte ihm natürlich direkt, dass wahrscheinlich irgendjemand ins Haus eingebrochen war. Er bekam direkt Panik, schnappte sich Evan, rannte zu den Nachbarn und klingelte dort und sagte eben, dass wahrscheinlich jemand eingebrochen war und dass er nicht wüsste, was mit Belinda ist, weil sie im Haus war
und er gab dann Even bei den Nachbarn ab und rannte dann schnell wieder rüber in das Haus, um nachzusehen, was dort passiert ist und wie es seiner Frau geht. Währenddessen um 17.36 Uhr rief die Nachbarsfrau die 911 und meldete schon mal den Einbruch drüben. 2 Minuten später rief dann auch David bei der Polizei an, der ja inzwischen ins Haus gegangen war, und erzählte völlig aufgebracht, dass seine Frau Belinda getötet wurde. Die Polizeibeamten am anderen Ende der Leitung fragten ihn dann, ob er vielleicht noch irgendwie einen Puls bei ihr spüren könnte oder ob er noch versuchen könnte, sie wiederzubeleben. Aber er sagte, dass das unmöglich wäre, weil ihr Kopf wirklich zerfetzt war. Kurz darauf trafen Polizeibeamte bei dem Haus ein, doch als sie zur Eingangstür wollten, kam der Hund Shaker auf sie zugerannt. Ich glaube, das war kein Kampfhund, also das war schon ein so mittelgroßer Hund, aber das war kein Kampfhund. Aber er war schon sehr, sehr gut darin, das Haus zu bewachen, und Shaker rannte auf die Polizeibeamten zu. In dem Kopf des Hundes war einfach nur, okay, kenne ich nicht, Fremde, und er wurde sehr aggressiv und versuchte, die Polizeibeamten mit aller Macht von dem Haus fernzuhalten. Also der war wirklich richtig aggressiv, und die Polizeibeamten überlegten schon kurz, auf den Hund zu schießen, weil sie ja in das Haus mussten. Aber da kam David, nahm den Hund und sperrte ihn dann auch erstmal in die Garage ein, sodass die Polizeibeamten in Ruhe ins Haus konnten. Die Polizeibeamten fanden Belinda dann im Schlafzimmer, und sie wurde scheinbar mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet. Und ja, es gab keine Chance mehr, sie zu retten. Und auch das ungeborene Baby war bereits tot. Der Tatort sah absolut grausam aus. Also es war wirklich alles voller Blut. Und es sollen sogar Stücke von Belindas Hirn im Raum verteilt gewesen sein. Also ganz, ganz gruselig. Die Ermittler vermuteten schnell, dass es sich dabei um einen Raubüberfall gehandelt hatte, der einfach aus dem Ruder gelaufen war, und ja, dass die Räuber aus Notwehr oder aus Angst, irgendwie verfolgt zu werden oder was auch immer, dass sie deswegen auf Belinda geschossen haben. Sämtliche Schubladen waren aufgerissen. Doch das Merkwürdige war, dass nichts fehlte. Also zum Beispiel lag im Haus auch sehr offensichtlich Schmuck rum auf so kleinen Tellern und so. Aber die Räuber hatten nichts mitgenommen. Und auch die Geldbörse von Belinda lag in der Küche, wie man eben mal seine Geldbörse ablegt. Aber auch dort wurde nichts geklaut, keine Karte, kein Bargeld. Und das war einfach super seltsam. Die Polizisten forderten David dann auf, sich hinten in den Streifenwagen zu setzen, weil er eben mit auf die Polizeiwache sollte, um befragt zu werden. Doch David war total unverständnisvoll. Also er fragte sich, warum er jetzt mit auf die Wache sollte. Er wirkte sehr gereizt und schien auch nicht irgendwie traurig oder schockiert zu sein. Also seine Reaktion war einfach super seltsam. Bei genauerem Hinsehen gab es dann auch immer mehr Indizien, dass es gar kein Raubüberfall war, sondern dass das Ganze höchstwahrscheinlich inszeniert wurde. Die Splitter des Türglases, ich habe euch ja erzählt, dass das Fenster von der Seitentür eingeschlagen war, die Splitter lagen nicht direkt hinter der Tür, wie es ja eigentlich ist, wenn man halt die Tür einschlägt, sondern die lagen so schräg daneben, wo sie eigentlich gar nicht hätten liegen können, also ein ganzes Stück entfernt. Und die Polizei fand heraus, dass die Tür wahrscheinlich eingeschlagen wurde, während sie offen stand. Was ja an sich gar keinen Sinn macht, weil wenn die Tür schon offen ist, muss man ja nicht das Fenster noch einschlagen von der Tür. Außerdem war es merkwürdig, dass die Eindringlinge scheinbar an dem Hund vorbeigekommen waren, ohne dass da irgendwas passiert war. Es gab keine Blutspuren von irgendwelchen fremden Leuten im Haus. Und das war sehr seltsam. Und David sagte dazu, dass der Hund angeblich in der Garage die ganze Zeit eingesperrt war. Doch es gab Hinweise, dass das so nicht sein konnte. Also, dass der Hund nicht in der Garage eingesperrt war. Noch dazu hatte David keinen einzigen Tropfen Blut an seiner Kleidung und auch nicht an seinem Körper. Also, es sah aus, als ob er sich so akribisch gereinigt hatte, was ja auch keinen Sinn machte, denn angeblich war er ja während des Notrufes bei Belinda, wo er sie ja scheinbar gefunden hatte,
Und die Ermittler sagen, dass es unmöglich war, dass er bei Belinda am Tatort war und sie versucht hat, wiederzubeleben und sie angefasst hat und dann gar kein Blut an seinem Körper hatte. Und es gab noch eine Unstimmigkeit. Und zwar hatte David ausgesagt, er wäre in zwei Läden gewesen, nachdem er mit Evan in den Park spazieren war. Und das konnte ja tatsächlich auch bestätigt werden laut den Überwachungskameras. Allerdings war das Komische, dass er von einem Laden zum anderen ungefähr 36 Minuten gebraucht hatte, also laut den Kameraaufnahmen. Und das war komisch, denn eigentlich lagen diese Läden ungefähr 16 Minuten Autofahrt auseinander. David sagte, es gebe sehr, sehr viel Verkehr an diesem Tag, aber es gab dann noch einen Zeugen, der gesagt hatte, er hatte David in dem Zeitraum bei einem Feld gesehen und es wird eben vermutet, dass David dort in der Zeit die Tatwaffe entsorgt hatte. Die Tatwaffe konnte allerdings nie gefunden werden. Die Autopsie ergab dann, dass die Waffe direkt an Belindas Hinterkopf platziert wurde und dass sie auf dem Boden gekniet haben musste, als sie erschossen wurde. Es konnte auch ermittelt werden, dass sie mit einer relativ großen, schweren Waffe getötet wurde. Also es wurde auch das genaue Waffenmodell herausgefunden. Und das ist wohl auch für die Ermittler komisch, weil normalerweise bei einem Raubüberfall schleppt man ja nicht so eine riesige Waffe da noch mit sich mit. Also es ist ja einfach total unpraktisch. Auch die Uhrzeit des Überfalls schien merkwürdig, denn es muss zwischen 16 und 17 Uhr passiert sein. Am Anfang war man sich noch nicht so ganz sicher, aber auf jeden Fall ja irgendwie in diesem Zeitraum. Und das war ja die Zeit, wo wirklich sehr, sehr viele Leute von der Arbeit kamen. Viele Kinder kamen aus der Schule oder aus der Nachmittagsbetreuung. Und Belinda und David lebten auch in einer sehr belebten Gegend, wo viele Familien waren. Und das war irgendwie auch komisch, weil welche Einbrecher machen das wirklich zu der belebtesten Zeit? Das ist ja einfach komplett hohl. In den Augen der Ermittler war klar, dass David der Täter war, doch richtige Beweise fehlten. Freunde und Bekannte wurden dann auch befragt und viele hatten ja nicht unbedingt das beste Bild von David, aber sie trauten ihm auch nicht zu, dass er Belinda so etwas antun würde. Doch die Ermittler fanden schon bald von Davids heimlicher Affäre mit Heather heraus. Und das war natürlich für die Ermittler auch ein Motiv, das sie David unterstellen konnten, nämlich, dass er Belinda loswerden wollte, um quasi offiziell mit Heather zusammen zu sein. Tatsächlich gab es dann bald aber auch noch einen Verdächtigen, und zwar war das ein Schüler von Belinda, der auch in der Nachbarschaft wohnte. Und sein Name war Riley und Belinda hatte kurz zuvor mit seinen Eltern ein ernstes Gespräch geführt, denn er hatte über 130 Schulstunden geschwänzt und dieser Junge hatte auch nicht den besten Ruf, also er war schon in jungen Jahren ziemlich kriminell, hatte auch nur 8 Tage vor dem Mord in der Nachbarschaft ein anderes Haus ausgeraubt, dabei war allerdings kein Mensch verletzt worden oder so, aber die Polizei vermutete, dass vielleicht auch er etwas damit zu tun haben könnte, denn er hatte auch so eine Waffe, wie die, mit der Belinda getötet wurde. Nachdem Riley dann allerdings befragt wurde und auch die Waffe untersucht wurde, konnte er als Täter ausgeschlossen werden. Tja, und so tappten die Ermittler mehr oder weniger im Dunkeln, auch wenn sie David als Hauptverdächtigen hatten, gab es keine Beweise, keine richtigen Beweise, man hatte nur Indizien. Und so vergingen schließlich Tage, Wochen, Monate und Jahre. David lebte sein Leben weiter, als wäre nichts passiert. Im Juni 2001 heiratete er Heather und gemeinsam zogen sie dann Evan auf. Doch dann im November 2004 wurde David schließlich festgenommen. Die Staatsanwaltschaft war der Meinung, dass es nun genügend Indizien bzw. Beweise, also eher Indizien gab, dass man David festnehmen konnte. Der Prozess begann dann am 16. Oktober 2007 und als Motiv wurde ihm vorgeworfen, er hätte Belinda aus dem Weg schaffen wollen, um mit Heather eben offiziell zusammen sein zu können. Vor Gericht sagten dann auch viele Personen aus Davids Umfeld aus, was sie eben von David hielten und das stellte ihn natürlich nicht unbedingt in das beste Licht. Viele schilderten eben, wie David Belinda zuletzt behandelt hat, dass er sie oft beleidigt hatte und ja, das ist schon lange nicht mehr
eine harmonische Ehe war. Auch Heather wurde befragt und diese sagte aus, dass die Beziehung zu David erst nach Belindas Tod so wirklich überhaupt zustande kam, was eben nachweislich nicht stimmte. Und es wird vermutet, dass Heather eben damit David entlasten wollte, dass sie quasi das Motiv entkräftigen wollte, dass sie quasi damit aussagte, ja, wir haben uns eigentlich erst wirklich nach Belindas Tod kennengelernt, aber das stimmte eben nicht, denn es konnte nachgewiesen werden, dass Heather und David schon bevor Belinda getötet wurde, eine sehr intensive Beziehung hatten. Auch der Todeszeitpunkt von Belinda wurde vor Gericht heiß diskutiert, denn Kläger sagten, sie wäre so gegen 16 Uhr, nachdem sie zu Hause war, erschossen. Dafür spricht nämlich auch, dass sie, als sie aufgefunden wurde, noch ihre Arbeitskleidung anhatte. Die Verteidigung sagte, sie wäre erst gegen 16.30 Uhr getötet worden, sodass es David gar nicht gewesen sein konnte, weil er zu dem Zeitpunkt ja schon mit Evan unterwegs war. Tatsächlich gab es auch Zeugen aus der Nachbarschaft, die erst so gegen 16.30 Uhr einen Schuss gehört haben wollen. Allerdings waren das Kinder, die ja bekanntlich nicht so wirklich auf die Uhrzeit achten, oder es kann auch sein, dass sie sich einfach verhört haben und ein ähnliches Geräusch ja wahrgenommen haben. Im November 2007 wurde David dann für schuldig gesprochen und bekam eine lebenslange Haftstrafe. Und Jahre später kam dann ein neuer Zeuge zur Polizei und sagte, er müsse sein Gewissen erleichtern und hätte noch ja sehr wertvolles Wissen zu dem Fall von Belinda Temple. Er sagte, dass er mal ein Gespräch von Riley und einem anderen Mann mitgehört hatte. Also Riley war ja dieser Mann bzw. dieser ehemalige Schüler von Belinda, der ja schon mal verdächtigt wurde. Und dieser Zeuge sagt jetzt eben aus, er hatte ein Gespräch von Riley mitgehört, in dem er quasi so gestanden hatte, dass er Belinda erschossen hatte. Daraufhin wurde der Fall noch einmal untersucht und es wurden Unstimmigkeiten gefunden, die dafür sprachen, dass David nicht der Täter sein konnte. Im November 2016 wurde David dann nach 9 Jahren freigelassen und wartete darauf, dass der Prozess noch einmal wiederholt werden würde. Und ja, der zweite Prozess begann dann auch schließlich am 8. Juli 2019 und insgesamt gab es 18 Verhandlungstage. Und am Ende kam die Jury zum gleichen Ergebnis. David war der Mörder. Er bekam erneut eine lebenslange Haftstrafe. Belindas Familie war von Anfang an ganz sicher, dass David der Täter war. Und auch wenn es bis heute nicht den einen Beweis gibt, ja, scheint es doch das Naheliegendste, dass er tatsächlich der Täter war. Er hatte ein Motiv. Er hat sich in viele Widersprüche verstrickt. Ja, und das war der Fall von Belinda Temple. Was ich persönlich an diesem Fall auch so unglaublich erschreckend finde, erstmal natürlich sowieso, wie alles am Ende gekommen ist. Ich denke mal, David hat entweder eine psychopathische Persönlichkeit oder er ist eben ein richtiger Narzisst, also ein bösartiger Narzisst. Und ich finde es so erschreckend, wie solche Menschen jede Persönlichkeit quasi brechen können, weil man hat ja immer über Belinda gesagt, dass sie so eine ganz willensstarke Frau ist, dass sie genau weiß, was sie will. Und dieser Mann hat es geschafft, sie so geschickt zu manipulieren und um den Finger zu wickeln und sie dann irgendwann so runtergemacht, dass sie schon komplett abhängig von ihm war und dann nicht mehr rausgekommen ist. Und das finde ich so erschütternd, was solche Menschen einfach anrichten können. Und die Menschen wissen selber, dass sie in keiner guten Situation sind. Also Belinda wusste ja immer, dass David ihr nicht so gut tut. Aber das Toxische ist, glaube ich, dass man dann immer wieder denkt, ja, vielleicht wird es wieder so wie am Anfang. Weil das hat Belinda ja auch immer gesagt. Vielleicht wird es wieder so am Anfang, wenn das zweite Kind kommt. Vielleicht wird es dann und dann wieder wie am Anfang. Aber ja, das ist nie passiert und schließlich ist leider in diesem Fall ja die Eskalation gekommen und Belinda musste mit ihrem Leben zahlen und das ist so unglaublich traurig, weil alle aus ihrem Umfeld sagen, dass sie eine so tolle Persönlichkeit hatte, also sie war so hilfsbereit, sie liebte es mit anderen Menschen Dinge zu unternehmen, sie liebte es Sonderschullehrerin zu sein, sie blühte einfach voll darin auf. Die Geschichte ist so unglaublich traurig, vor allem dann auch, weil sie ja noch schwanger war. Sie wollte so viele Kinder gerne haben.
Ja, also wirklich, wirklich traurig. Und ich hoffe sehr, dass David vielleicht irgendwann mal einen Ansatz von Reue verspürt. Das war auf jeden Fall die Geschichte von Belinda Temple. Schreibt wie immer gerne eure Meinung in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns das nächste Mal gesund und munter wieder. Und denkt auch daran, falls ihr Interesse an NordVPN habt, findet ihr alle Infos und den Link in der Infobox.